Okay, also wir konstruieren mal einen Automaten für eine vorgegebene Sprache, okay? Und zwar nehme ich jetzt hier mal eine Beispielsprache, die nennen wir hier mal L ist gleich, so. Und das sind, ich schreibe es mal formal auf und erkläre es gleich, alle Wörter aus Sigma Stern mit W ist gleich A B C hoch m, a hoch n und m und n ist größer 0. Und ich muss noch sagen, was Sigma ist, also was ist das Alphabet, aus dem wir unsere Zeichen nehmen. Das schreibe ich mal hier rechts hin. Sigma ist A, B, C. Also wir haben ein Alphabet mit drei Zeichen, ja, mit drei Symbolen, und wir basteln daraus Wörter. Und zwar Wörter, die genommen sind aus Sigma-Sternen, also aus allen möglichen Kombinationen von A's, B's und C's. Ja? Ich bilde alle Möglichkeiten, wie ich A, B's und C's miteinander aneinandersetzen kann, um Wörter zu bilden. Das ist Sigma-Stern, und da nehme ich bestimmte raus, nämlich nur Wörter dieser Form hier. Jetzt schauen wir mal, was sind denn Beispielwörter jetzt? Welche Wörter sind da in der Sprache drin? Sagen Sie mal eins. Können Sie lesen, was damit gemeint ist? Beispielwort. Also was besagt die Vorschrift hier? Ich habe immer erstmal ein A. Also basteln wir uns mal so ein Wort, A. Dann habe ich B, C hintereinander. Und zwar M mal. Und M ist größer 0. Das heißt, ich habe mindestens einmal B, C. Aber vielleicht habe ich auch zweimal BC oder dreimal oder viermal BC, BC, BC. So. Und dann habe ich hinten nochmal A hoch N. Nochmal N A's, ja, auch mindestens eins. Also, das könnte ein Wort in der Sprache sein. Nochmal ein anderes Wort in der Sprache. Beispiel, basteln Sie mal eins. A, B, C, A. Genau. Erst ein A, dann mindestens einmal BC, aber beliebig oft. Und Sie haben jetzt A, B, C, A gesagt, genau, mindestens ein A kommt am Ende. Noch ein Beispiel, anderes Beispiel. A, B, C, A. A, B, C, A, A ist auch drin. Genau. Was zum Beispiel nicht drin ist, ist BC. Ja? Weil das Wort muss ja mit A beginnen und muss mit mindestens einem A enden. Also dieses Wort ist nicht in der Sprache. Also, wir haben hier eine Sprache, das ist eine Menge von Wörtern, und wir haben hier die Vorschrift, welche Wörter in dieser Menge drin sind. Das Alphabet ist gegeben, Sigma, das sind die drei Zeichen, die wir verwenden können. Okay, jetzt wollen wir einen Automaten konstruieren, der Wörter dieser Sprache erkennt. Das heißt, wenn ich ein Wort habe, dann muss ich mit diesem Eingabewort, das wird ja Zeichen für Zeichen abgearbeitet, den Zustand in einen, den Automaten in einen Endzustand bringen. Wenn das Wort abgearbeitet ist und der Automat ist nicht in einem Endzustand, dann ist das Wort nicht in der Sprache. So, fangen wir mal an. Das Formale stellen wir mal ans Ende. Wir konstruieren uns erstmal die Übergangsfunktion des Automaten. Und zwar brauchen wir erstmal einen Startzustand. Ja, einen Zustand, mit dem wir anfangen. Den nennen wir Q0. Kann man irgendwie nennen, völlig egal. Wir nennen ihn mal Q0. So, das ist der Startzustand. Ja, mit dem fangen wir an. Was muss jetzt kommen für ein Zeichen? A, genau. Also, dann sind wir auf dem richtigen Weg sozusagen. Wenn jetzt hier ein A kommt, dann gehen wir mal in den nächsten Zustand Q1. So, wie machen wir weiter? Was meinen Sie? Vorschläge? Ja? BC. Jetzt lese ich ein Zeichen B, also arbeite immer Zeichen für Zeichen ab. Ne? Was kommt jetzt nach dem B dann? Ja. Genau, machen wir einen neuen Zustand hier rein, ne? Q2. So. Und jetzt könnte man sagen, okay, hier C, Q3.
Wie geht's weiter? Ja? Wenn jetzt wieder ein B kommt, dann könnten wir wieder zu Q1. Wenn jetzt ein B kommt, ich zeichne es mal ein, B zu Q1. Ja? Ne, B zu Q2. Genau, zu Q2, ne? Ja, ja. Weil ansonsten würde ich hier lesen B, B, C. Dann kämen zwei Bs hintereinander. Also das geht nicht. Das machen wir wieder weg. Machen wir vielleicht bearbeiten rückgängig. So? Ja? Achso, da kann ich auch diesen Pfeil da oben nehmen. Na gut, egal. So, den haben wir jetzt rückgängig gemacht hier. Das heißt, wir haben jetzt festgestellt, okay, wir müssen hier mit dem B in diesen Zustand zurück. So, jetzt kommen hier so eine Schleife, ne? B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C und so weiter. Okay, jetzt haben wir unsere BCs gelesen. Was machen wir jetzt? Ja? Es könnte A kommen. Mhm. Und dann würde Zustand Q4 gehen. Ja. Und es könnte auch schon der Endzustand sein. Genau, das könnte schon der Endzustand sein. Ne? Das heißt, hier machen wir einen Doppelkringel drumherum, um zu kennzeichnen, das ist ein Endzustand. Ja? Jetzt kann aber noch eine Schleife drum. Genau. So, ne? Machen wir noch eine Schleife. Ich muss mindestens ein A lesen. Und dann können noch beliebig viele weitere kommen und ich verbleibe in dem Endzustand. Okay, wir sind noch nicht ganz fertig. Trotzdem gucken wir uns mal das an, was wir jetzt hier haben. Man kann es noch ein bisschen kürzer machen, insbesondere in dem Bereich hier. Sieht jemand, wie man das hier noch kürzer machen könnte? Man kann sich einen Zustand sparen. Das ist sozusagen auch das Knifflige oder die Herausforderung jetzt in der Automatentheorie, theoretische Informatik, dass man sich hier mal um optimale Lösungen Gedanken macht. Ja? Das ist Q1, oder? Ja. Warum können wir uns das sparen? Oder warum können wir uns... Ja? Also was sozusagen ein bisschen störend ist, warte mal, ist, dass man hier zweimal das B hat mit dieser Schleife. Okay, ich zeige Ihnen mal, woran ich denke. Kommt man vielleicht so einfach nicht drauf? Ich mache das hier mal weg. So. Also. Mit B kommen wir in Q2. Und jetzt könnte man Folgendes machen. Man könnte mit C hier zurück. Oh, nee, stimmt gar nicht. Sind Sie, jetzt habe ich mich geirrt. Oh, damit bräuchte man... Ach doch, nee, stimmt. Passt. Doch, doch. Nee, stimmt nicht. Ja, genau. Okay, ich habe mich geirrt. Sie haben völlig recht gehabt. Die vorherige Lösung war natürlich viel besser. Weil sonst müsste man wieder ein B lesen. Nee, also stimmt schon. Sie hatten recht. Ich mache es nochmal hier. Q2, C, Q3. Jetzt gehen wir hier mit dem B wieder zurück. Und mit dem A in Q4. Ich dachte, wir können mit dem C hier zurückgehen. Aber dann müsste man entweder B wieder lesen, um in A zu kommen, was man nicht haben will, oder man müsste hier direkt mit A in den Endzustand gehen, aber dann wäre auch der Weg AA möglich gewesen. Also wir brauchen das BC einmal in der Mitte. Ja? Oder sieht jemand noch eine andere Möglichkeit? Das sieht eigentlich ganz vernünftig aus. Ne? Man kommt hier mit von A, braucht man mindestens ein BC, um in den Zustand zu kommen, um die letzten A's zu lesen, aber man kann vorher noch beliebig viele BC's wiederholen. Okay, was fehlt jetzt noch an dem Automaten? Toter Zustand. Der tote Zustand, genau, das klingt immer so ein bisschen traurig. Ja. Also der Zustand, in dem man reinkommt, jetzt von Q0 beispielsweise mit B aus. Ja. Man muss bei einem deterministischen endlichen Automaten theoretisch von jedem Zustand aus für jeden Eingabebuchstaben einen Folgezustand haben. Ja? Das heißt, ich brauche also von diesem Zustand auch für B und C einen Zustand. Und zwar definiert man sich ja meistens macht man das hier unten drunter, so einen toten Zustand Q5. Ja? Und hier komme ich dann rein mit B und C. Von hier mit welchen Buchstaben? A und C, genau. Von da? BC. BC? Ja. BA, genau, weil C haben wir ja schon. Und von hier? BC. Also C. Nur C.
Mit A gehen wir da lang, mit B da lang, also hier C, genau, und von hier hinten. Genau. B, C. Haben wir alles? Fast. Es fehlt hier unten noch die Schleife, die in diesem toten Zustand verbleibt, ne? Also wenn ich beispielsweise das Wort BBB habe, dann gehe ich von Q0 mit B hier rein und lese die weiteren Bs. Habe das ganze Wort abgearbeitet und bin in einem Zustand, der kein Endzustand ist. Das heißt, das Wort wird nicht akzeptiert vom Automaten. Nehmen wir mal unser Beispielwort hier. Nehmen wir mal das erste A, B, C, B, C, A, A, A. Es wird Buchstabe für Buchstabe abgearbeitet. Ich lese zuerst ein A, komme in Q1. Dann B, C, B, C, A. Und dann noch 1, 2, 3 A's hinten dran. Das Wort ist abgearbeitet. Ich bin in einem Endzustand. Das Wort ist in der Sprache. Wenn ich jetzt das Wort BC nehme, dann gehe ich von hier wieder los, lese ein B, bin hier, lese ein C, bin hier. Das Wort ist abgearbeitet. Ich bin nicht in einem Endzustand. Das Wort ist nicht in der Sprache. So. Und jetzt muss ein Automat so funktionieren, dass für jedes Wort, das in der Sprache ist, muss ich in einem Endzustand landen. Und für jedes Wort, das nicht in der Sprache ist, muss ich in einem Nicht-Endzustand landen. Der Automat muss so gebastelt sein, dass es immer funktioniert. Ja? Okay, wir sind jetzt bei unserem Automaten relativ überzeugt davon, denke ich, dass der funktioniert hier, ne? Weil wir den genau hier oben so konstruiert haben, dass alle Wörter dieser Form exakt in den Endzustand führen und kein weiteres. So, oft lässt man vielleicht inkonsequenterweise, aber vernünftigerweise diesen toten Zustand weg. Okay? Also eigentlich hätten wir auch nur, wäre es okay gewesen, sage ich mal, wenn wir jetzt nur das hier oben gemacht hätten, nur den oberen Teil, dann hätte man sich darauf einigen können, okay, wenn das Wort nicht ganz gelesen ist. Ja, und aber keine Möglichkeit mehr besteht, dann ist man auch in keinem Endzustand. Ja, also, wenn ich jetzt irgendwo hier nicht weiß, was ich mit dem B machen soll im Startzustand, dann ist das Wort nicht in der Sprache. Okay. Streng genommen braucht man aber diesen toten Zustand, um von jedem Ort dorthin zurückzukommen. Okay. Jetzt ein paar Formalismen noch. Wir haben jetzt einen Automaten A konstruiert. Und dieser Automat erkennt die Sprache L von A. Und unser Ziel war es, folgenden Automaten zu konstruieren, für den gilt, L von A ist gleich gerade die hier oben geforderte Sprache. Also der Automat erkennt eine Sprache und wenn es exakt die Wörter sind, exakt die Sprache, die hier oben mit L definiert wurde, dann ist die Sprache, die der Automat erkennt, L von A gleich dieser Sprache da oben. Okay, woraus besteht denn so ein Automat? Das ist ein Fünftupel. Müssen wir mal gucken, woraus besteht so ein Automat? Was ist da mit Fünftupel gemeint? Also, in einem Automaten oder für die Konstruktion eines Automaten braucht man erstmal ein Alphabet. Also die Menge all der Eingabesymbole. Und das haben wir hier oben schon festgelegt mit Sigma gleich ABC. Dann braucht man eine Menge Q, Groß Q, kann man irgendwie anders bezeichnen, ja, völlig wurscht. Wir nennen sie mal Groß Q, die Menge der Zustände. In unserem Fall hier ist Q was? Q ist auch eine Menge. Ja? Q0 bis Q5. Genau. Da ist Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 und Q5 drin. So. Also wir haben Eingabealphabet und eine Menge von Zuständen. Dann braucht man einen Anfangszustand aus Q, also aus der Menge Q. Und diesen Anfangszustand, ja, den haben wir mit Q0 bezeichnet, ne? Das ist der, in den der Eingangspfeil hier im Graphen reingeht. Das ist unser Anfangszustand Q0. Der muss hier in Q drin sein, in Groß-Q. Den nimmt man da raus. Einer von denen ist der Anfangszustand, der Startzustand. Jetzt braucht man noch
die Übergangsfunktion Delta. Die Übergangsfunktion besagt, gib mir einen Zustand und gib mir ein Eingabesymbol und ich sage dir den Folgezustand. Ja? Die kann man formal hinschreiben oder in Form eines Graphen, so wie wir es hier gemacht haben. Also eigentlich haben wir hiermit unser Delta angegeben. Ne? So. Okay. Denn hier kann man ablesen, gib mir einen Zustand, gib mir ein Eingabesymbol, was ist der Folgezustand? Also zum Beispiel hier, gib mir einen Zustand Q3, Buchstaben C, was ist der Folgezustand? Q5. Das sagt Delta, ja, die Übergangsfunktion. So, und dann gibt es noch eine Menge von Endzuständen, F. F ist eine Menge all derjenigen Zustände, die Endzustände sind. Q4, genau, da haben wir nur einen. So. Das heißt also, für die Konstruktion eines Automaten, der eine gegebene Sprache erkennt, muss man eigentlich 5 Dinge festlegen, nämlich Sigma, das Eingabealphabet, Q, die Menge der Zustände des Automaten, den Startzustand, die Übergangsfunktion, die besagt, von welchem Zustand aus komme ich, mit welchem Buchstaben, in welchen nächsten Zustand und die Menge der Endzustände, die angibt, okay, wenn ich ein Wort gelesen habe und ich mich in einem Zustand aus der Menge F befinde, dann ist das Wort in der Sprache, ansonsten nicht. Gut, und diese Formalismen, auf die verzichtet man in der Regel und man zeichnet eigentlich nur diesen Graphen, diesen Übergangsgraphen, die Übergangsfunktion, weil da letztlich alles drinsteckt. Ne? Man sieht den Startzustand anhand dieses Pfeils, man sieht die Zustandsmenge groß Q, das sind einfach die ganzen Zustände, die hier reingezeichnet sind. Die Übergangsfunktion erkennt man einfach durch die Pfeile, das ist sozusagen das Mapping oder die Abbildung, die durch die Übergangsfunktion gebildet wird. Und man sieht auch die Endzustände, nämlich daran, man erkennt die an den doppelten Kreisen. Okay, das ist ein Beispiel, wie man für eine gegebene Sprache einen deterministischen endlichen Automaten konstruieren kann.